Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis. Beim letzten Mal haben wir uns vor allem mit allgemeinen Informationen zur DSGVO sowie mit den wichtigen Begriffen in der DSGVO beschäftigt. Dieses Mal werden wir den Fokus auf die Grundsätze der DSGVO legen und außerdem werden wir die in der DSGVO definierten Rollen sowie ihre Rechte und Pflichten näher kennenlernen. Aber schauen wir uns zunächst mal an, mit welchen Fragen wir uns diesmal auseinandersetzen werden. In diesem Video beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen. Was sind die Grundsätze der DSGVO? Und welche Schlüsselrollen werden in der DSGVO definiert? Beginnen wir mit den Grundsätzen der DSGVO. Die Grundsätze der DSGVO sind in Artikel 5 verankert. Insgesamt gibt es 7 Grundsätze, auf deren Basis und nur auf deren Basis personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Grundsatz Nummer 1. Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz. Sprich, die Datenverarbeitung muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die betroffenen Personen müssen und sollen sich auf die Angaben und Gründe der Datenverarbeitung verlassen können. Und die Datenverarbeitung muss für die betroffenen Personen nachvollziehbar sein. Grundsatz Nummer 2. Zweckbindung. Es muss einen eindeutigen und legitimen Zweck für die Datenverarbeitung geben, der im Vorhinein festgelegt ist. Im Bereich des Archivwesens und der Forschung gilt hier eine Ausnahmeregelung, aber das besprechen wir gesondert im dritten Teil der Tutorial-Reihe. Grundsatz Nummer 3. Datenminimierung. Es dürfen nur jene Daten erhoben werden, die für die Erreichung des definierten Zwecks absolut notwendig sind. Grundsatz Nummer 4. Richtigkeit. Die Daten müssen sachlich richtig und aktuell sein. Das bedeutet auch, dass falsche oder nicht aktuelle Daten entweder gelöscht oder berichtigt werden müssen. Grundsatz Nummer 5. Speicherbegrenzung. Die Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, bis der Zweck der Datenverarbeitung erreicht wurde. Auch hier bilden Archivwesen und Forschung wieder eine Ausnahme. Aber auch das werden wir genauer im dritten Teil der Tutorial-Reihe behandeln. Grundsatz Nummer 6. Integrität und Vertraulichkeit. Bei der Datenverarbeitung müssen Maßnahmen ergriffen werden, die die Sicherheit der Daten gewährleistet. Sprich, die Daten müssen vor unbefugter und unrechtmäßiger Weiterverarbeitung, Schädigung oder vor Verlust geschützt sein. Grundsatz Nummer 7 und damit der letzte Grundsatz der DSGVO, die Rechenschaftspflicht. Die Einhaltung der Grundsätze muss dokumentiert werden und jederzeit nachweisbar sein. Da Grundsätze aber immer jemanden brauchen, der sie einhält, und jemanden, der sich darauf verlassen kann, sollten wir uns nun die Schlüsselrollen in der DSGVO und ihre Rechte und Pflichten genauer ansehen. Grundsätzlich gibt es 3 Rollen in der DSGVO. Die Verantwortlichen, also jene natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. Die Auftragsverarbeiterinnen, also eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag der oder des Verantwortlichen verarbeitet. Und zu guter Letzt die Betroffenen der Datenverarbeitung. Logischerweise sind die Rollen der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiterinnen auch mit Pflichten verknüpft. So verpflichtet die DSGVO die Verantwortlichen beispielsweise dazu, Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Benutzerinneneinstellungen zu gewährleisten, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen, Datenschutzbeauftragte zu ernennen, die Zulässigkeit der Verarbeitung nachzuweisen, sowie Datenschutzverletzungen an die Aufsichtsbehörde und klarerweise auch an die Betroffenen zu melden. Auftragsverarbeiterinnen sind hingegen dazu angehalten, dafür zu sorgen, dass die in der DSGVO festgeschriebenen Richtlinien eingehalten werden. Eine detailliertere Beschäftigung mit diesen Pflichten ist für uns momentan jedoch nicht wirklich notwendig. Das sind die Rechte der Betroffenen für uns schon eher relevant. So haben Betroffene zum Zeitpunkt der Erhebung ein Informationsrecht. Also wer, warum, zu welchem Zweck ihre Daten verarbeitet
und wie lange sie gespeichert werden. Sie haben auch ein Auskunftsrecht, also das Recht darauf, jederzeit zu erfahren, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden, wer die Empfänger dieser Daten sind, wie lange die Daten gespeichert werden und falls die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, woher die Daten kommen. Zudem müssen Betroffene darüber informiert werden, dass sie ein Recht auf Berichtigung haben, ein Recht auf Löschung, sprich auf das Vergessenwerden, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, außerdem ein Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung haben. Und damit hätten wir den nächsten theoretischen Block unserer Videoreihe eigentlich schon abgearbeitet. Zeit also, nochmal die wichtigsten Punkte zu wiederholen. Die DSGVO baut auf 7 Grundsätzen auf: Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Vertraulichkeit und Rechenschaftspflicht. Personenbezogene Daten dürfen nur auf Basis dieser Grundsätze verarbeitet werden. Verantwortliche und Auftragbearbeiterinnen sind mit einer Reihe von Pflichten konfrontiert, die sie einhalten müssen. Betroffene haben eine Reihe von Rechten, beispielsweise Auskunftsrecht, Informationsrecht oder das Recht auf Löschung, Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung, die man stets im Hinterkopf haben sollte, egal ob man selbst von einer Datenverarbeitung betroffen ist oder die Daten anderer verarbeitet. Damit hätten wir auch schon den zweiten Teil unserer Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis abgeschlossen. Im nächsten Video werden wir uns dann mit den Auswirkungen der DSGVO auf Wissenschaft und Forschung auseinandersetzen. Weitere Materialien und nützliche Links findet ihr auch dieses Mal in der Infobox. Bis zum nächsten Mal!